Millionen von Menschen auf der Flucht vor Krieg, Zerstörung und Klimakatastrophen sitzen Monate und Jahre vor gewaltvoll bewachten Grenzzäunen fest. Gleichzeitig werden auf der ganzen Welt immer mehr riesige Flughafenprojekte, so wie die dritte Piste am Flughafen Wien, geplant. Nur 10% der gesamten Menschheit haben ein Flugzeug überhaupt von innen gesehen. Wo im Mittelmeer jährlich Tausende von Flüchtenden ertrinken, tuckern gleichzeitig Luxuskreuzfahrtschiffe herum, die so viel Energie verbrauchen wie eine Kleinstadt. Dieselbe Ungerechtigkeit zeigt sich auch auf den Straßen. In ländlichen Gebieten fesseln schlechte öffentliche Infrastruktur und immer länger werdende Arbeitswege Menschen an das Auto. In den Städten, so auch in Wien, drängen steigende Mieten zugunsten von Profiten für Immobilienspekulation Niedrigverdienende an stark befahrene, luftverschmutzte Straße, an denen vor allem Besserverdienende mit ihren Autos unterwegs sind. Saubere Luft zum Atmen darf kein Privileg sein, sondern muss uns allen gehören. Genauso wie der Platz auf den Straßen, den wir uns von den Autos zurückholen und gemeinsam gestalten. Genauso wie ein leistbares, nachhaltiges Transportsystem, das nicht in den Händen von Großkonzernen und Profitinteressen liegt, sondern in unseren. Deshalb bedeutet Mobilitätswende auch radikale Demokratisierung und nicht ein Weiter wie bisher mit Elektroautos, für deren Ressourcen und Strom Communities im globalen Süden enteignet und von ihrem Land vertrieben werden. Mobilitätswende bedeutet auch Bewegungsfreiheit für alle und nicht nationalistische Festung Europa. Unser großes Aufstehen ist nicht mehr aufzuhalten. Vor 3 Wochen die Kreuzfahrtschiffe in Venedig, vor 2 Wochen die weltweit größte Automesse in Frankfurt und 2020 verhindern wir den Bau von Lobau-Autobahn und dritter Piste hier in Wien. Genau hier, auf den Straßen und am Flughafen Wiens, zeigt sich die Ungerechtigkeit des klimazerstörerischen, kapitalistischen Systems. Also lasst es uns genau hier bekämpfen. Holen wir uns die Gestaltungsmacht für unsere Straßen und Städte, für unser Klima, für unser Zusammenleben. System change, not climate change. System change, not climate change. Dankeschön. Oh Tannenbaum, oh Tannenbaum, ich trau mich kaum, dich anzuschauen. Damit der Fleischkonsum gut rennt, es in Brasilien furchtbar brennt. Statt zu binden CO2, setzt dort der Wald beim Brand es frei. Nichts gegen die Mobilität, doch nur wie's die Natur verträgt. Zu fliegen, das muss teurer sein als mit der Bahn, das sehen wir ein. Doch leider wird uns nicht geglaubt, sondern entschwächert ausgebaut. Der Pendler und die Pendlerin, die zahlen zu viel fürs Benzin. Steuern auf Kohlendioxid, das wäre zu viel, so die Kritik von rechts. Und leider, das tut weh, das kommt auch von der SPÖ. Dabei ist es doch ziemlich klar, Mensch, könnt das regeln, nicht so starr. Geht's öffentlich, gibt's kein Problem, das müssen Pendler auch einsehen. Und wenn's nicht geht, na bitte sehr, dann muss vorerst ein Zuschuss her. Das Rind, das lässt so manchen Schaß, das ist Methan, das ist kein Spaß.
drum schränkt man doch ein bisschen ein. Den Fleischkonsum, es wird sich freuen, das Klima und damit auch wir, zum Wohl des Menschen und vom Tier. Weil Reduktion vom Fleischkonsum hat mit dem Wohl des Tiers zu tun. Alle, wir alle wissen, dass wir jetzt schon mehr Öl, Kohle und Gas aus dem Boden holen, als dass wir überhaupt jemals verbrennen dürfen. Deswegen frage ich mich, warum zum Teufel sucht die OMV weiter nach neuem Öl, sei es in der Arktis, in der Küste Neuseelands oder nach Gas bei uns im Weinviertel. Statt nach neuem Öl zu suchen, sollte die OMV endlich ein neues Geschäftsmodell suchen. Und was uns am meisten ärgert, dass so dreckige fossile Konzerne wie die OMV dann am Schoß von Ex-Kanzler Kurz oder einer Regierung sitzen und eine Klimapolitik mitdiktieren. Das geht nicht, weil was dabei rauskommt, ist eine miserable Klimastrategie und krude Wasserstofffantasien. So nichts. Mehr Auslauf und kein Mästen mehr. Die Qualität, die steigt dann sehr. Keine Reisen um die Welt, was auch die Tiere ziemlich quält. Kartoffeln, das ist wohl bekannt, die reisen oft von Land zu Land. Geerntet da, gewaschen dort, verkauft an einem anderen Ort. Noch eine Reise übers Meer, zu billig ist halt der Verkehr. Die Katastrophen häufen sich, doch Trump erklärt, das kümmert's mich und gibt nicht zu, was längst gekehrt. Es handelt sich um Menschenwerk und er ist damit nicht allein, die FPÖ sieht's auch nicht ein. Als Fluchtgrund wird bereits genannt der Klimawandel in dem Land, aus dem so mancher zu uns kam. Nur Österreich erkennt's nicht an und macht beim Plündern weiter mit in der dritten Welt für den Profit. Der Meeresspiegel steigt und steigt, ach Leute, es ist längst schon Zeit. Die Artenvielfalt sinkt rapid, Polkappen schmelzen, wie man sieht. Was braucht ihr noch für den Beweis? Der Planet, der wird zu heiß. Ihr hohen Herren der Politik, wir machen da nicht länger mit. So schreien die Kinder dieser Welt. Uns geht's um mehr, euch geht's ums Geld. Damit es lernt, sind wir bereit, jeden Freitag zum Schulstreik. Oh Tannenbaum, wie viele müssen noch dran glauben? Erst wenn die letzte Tanne fällt, dann stellen die fest, dass man mit Geld den Bauch sich gar nicht füllen kann. Nur leider sind wir dann alle dran. Oh Tannenbaum, du hörst dich um und glaubst es kaum. Die Leute werden aufgehetzt, es geht um unsere Arbeitsplätze. Dann stirbt halt noch ein Stück Natur, weil Arbeitsplätze, die gehen fuhr. Der Arbeitsplatz, der ist kauft ganz für die Katz. Die einen produzieren Dreck, die anderen räumen ihn dann weg und kriegen dafür einen Lohn. Das Ganze stinkt zum Himmel schon. Die lernen einfach nichts dazu, die geben niemals eine Ruhe. Bis dann der Friede kommt, so dann, weil endlich nichts mehr wachsen kann. Nach Seveso und Dioxin, nach Harrisburg und DDT. Leise rieselt der
Dreck.